Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe und dafür haben wir hier eine Mercedes E-Klasse. Das Fahrzeug ist aus 2014 und hat eine Laufleistung von 100.000. Wir werden uns angucken, wie ist der Zustand bei so einem Automatikgetriebe bei der Laufleistung und nach dem Alter. Hier seht ihr tatsächlich, was das Fahrzeug auf der Uhr hat. Und wir werden uns damit beschäftigen, was ist die richtige Maßnahme für dieses Fahrzeug. Denn bei diesem Auto ist es leider so, dass der Kunde hier eine Getriebespülung gemacht hat und war sehr verwundert, dass das Getriebe nach der Getriebespülung schlechter geschaltet hat als vorher, obwohl originale Mercedes-Teile verwendet wurden, originales Öl, originaler Filter. Und wir werden in dem Video auf die Suche gehen, warum das kein Einzelfall ist und jedem von euch genauso passieren kann. Ein Getriebe ist so aufgebaut, dass wir im Getriebe Kupplungslamellen haben. Diese Kupplungslamellen, wir haben einen organischen Teil und einen metallischen Teil und die ganzen Kupplungslamellen werden über Öldruck zusammengedrückt. Das ganze Steuern tut die Mechatronik oder der Schaltschieber. Das ist eine Komponente, die besteht aus einer Hydraulik, also Hydraulikeinheit, einem Steuergerät und elektromagnetischen Ventilen. Das heißt, diese ganze Komponente steuert das Ganze. Natürlich haben wir im Getriebe noch einen Wandler, der das Ganze halt nochmal so ein bisschen vereinfacht. Aber man muss auch verstehen, die Mechatronik, sie steuert auch den Wandler. Das heißt, wenn der Wandler nicht deaktiviert wird, dann haben wir hier ein Problem. Die Mechatronik ist das allerwichtigste Teil des Getriebes, denn sie ist für den Schaltvorgang verantwortlich, denn das Getriebe hat eine Ölpumpe. Die Ölpumpe produziert einen unterschiedlichen Druck, je nachdem, welche Drehzahl ihr habt. Ist der Druck unterschiedlich. Die Mechatronik sorgt dafür, dass der Druck reduziert wird, dass wir immer den gleichen Druck haben, egal welche Drehzahl ihr habt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man dieses Teil nicht vergisst und die richtigen Maßnahmen tut. Bei diesem Fahrzeug wäre die richtige Maßnahme gewesen, nicht eine Getriebespülung zu machen, sondern es wäre die richtige Maßnahme gewesen, zusätzlich zu der Spülung die Mechatronik auszubauen, zu zerlegen, zu reinigen und zu prüfen. Preislich hätte es keinen extrem großen Unterschied gemacht, aber ihr werdet jetzt verstehen, warum es einen großen Unterschied fürs Getriebe macht. Denn wir haben zwischen Getriebe und Mechatronik haben wir Gummidichtungen, die verschleißen natürlich. Deswegen ist es empfehlenswert, diese Gummidichtungen nach 7, 8 Jahren spätestens zu tauschen. Es ist wichtig, dass dieser ganze Dreck, den wir in der Mechatronik haben, spätestens nach 100.000 entfernt wird, weil ihr seht, wie viel Dreck wir hier haben. Dazu komme ich gleich, was das überhaupt für ein Dreck ist. Aber im Grunde muss man gucken, dass man ihn entfernt, weil der einzige Grund für einen Getriebeschaden ist der Druckverlust. Der Druckverlust zwischen der Mechatronik und dem Getriebe durch die Gummidichtungen oder durch eine defekte Mechatronik. Das heißt, geht es der Mechatronik gut, ist sie heil, dann geht es auch dem Getriebe gut. Was wir hier zum Beispiel sehen, das ist der Lamellenabrieb aus der Mechatronik. Das heißt, wir haben hier zwei Hälften. Diese Hälften, die sind voneinander mit so einer Metallplatte getrennt. Und das Schwarze, was ihr hier zum Beispiel seht, das ist sozusagen der Dreck. Dieser ganze Dreck, das ist der Dreck in der Mechatronik. Ihr seht, wir haben überall sauberes Öl. Das Getriebe wurde vor kurzem gespült. Auch alles gut gemacht. Die Werkstatt hat nichts verbrochen, nichts getan. Das ist einfach normal, dass sowas passiert. Hier sieht man zum Beispiel in der Mechatronik die einzelnen Bereiche. Hier überall haben wir diese Kolben. Diese Kolben bewegen sich permanent hin und her. Wir haben hier Federn, hier haben wir auch Kolben. So eine Mechatronik hat in diesem Fall 18 verschiedene Kolben, also mechanische Kolben. Und was passiert, wenn wir zum Beispiel eine Getriebespülung machen? Dann der ganze Dreck, der sich hier angesammelt hat, nach 10 Jahren, der ist hier drin und sorgt dafür, dass der Kolben immer klemmt. Fangt ihr an, jetzt zum Beispiel zu spülen, dann habt ihr externen Druck und dieser externe Druck sorgt dafür, dass der Dreck von hier nach hier wandert. Wenn man nichts macht, man denkt vielleicht, ja, wenn ich gar nichts mache, dann ist das besser. Es ist nicht besser, denn die Mechatronik geht dann sowieso kaputt. Das heißt, man muss was machen, nur man muss die richtigen Sachen machen. Und dieser ganze Dreck, den man hier zum Beispiel sehen kann, den kann man hier zum Beispiel sehen. Ihr seht, das ist alles der Lamellenabrieb. Das ganze schwarze Zeug, das ist in der Mechatronik und sorgt dafür, dass die Kolben klemmen, dass das Getriebe den Öldruck erhöhen muss. Durch diesen Öldruck leiden andere Komponenten
Und das Ganze sorgt dafür, dass wir hier zwischen Kolben und Gehäuse keine richtige Schmierung haben. Das ist sehr wichtig, vernünftige Schmierung zu haben. Deswegen wechselt ihr auch im Motor regelmäßig Motoröl, damit eure Kolben geschmiert werden. Hier haben wir auch Kolben, die müssen auch geschmiert werden. Nur hier sieht man, auch wenn man mit Chemie reinigen würde bei einer Getriebespülung, abgesehen davon, dass das Getriebe wirklich, dass es dem Getriebe nicht gut tut, Chemie im Getriebe zu haben. Aber auch eine Chemie würde das Ganze nicht rausbekommen. Das ist ein Labyrinth und aus diesem Labyrinth kriegt man den Dreck nur dann raus, wenn man die Mechatronik ausbaut, zerlegt und reinigt. Ich zeige euch, was passiert, wenn die Mechatronik Verschleiß hat. Denn so eine Mechatronik zum Beispiel, die kostet bei Mercedes inklusive Einbau, alles drum und dran, 3.000 bis 3.500 Euro. Sehr, sehr viel Geld. Und nicht jede Werkstatt kann das Ganze kaufen. Dafür muss man eine Lizenz haben, um diebstahlrelevante Teile zu kaufen. Die haben wir, deswegen können wir auch eine neue Mechatronik euch anbieten, wenn eure kaputt sein sollte. Dieser ganze Dreck sorgt dafür, dass die Mechatronik kaputt geht. Das heißt, wenn ihr uns zum Beispiel euer Fahrzeug bringt oder wenn ihr euch uns eure Mechatronik zuschickt oder zum Beispiel vorbeibringt, damit wir sie zerlegen, reinigen und prüfen und eventuell reparieren, ich zeige euch, wie wir das prüfen. Das heißt, wenn die Mechatronik komplett gereinigt wurde, wenn alle 18 Kolben sauber sind, dann wird die Mechatronik getestet. Wir testen jeden einzelnen Bereich. Die Bereiche haben bestimmte Funktionen, die testen wir auch. Und hier zeigen wir, wie das Ganze funktioniert. Wir prüfen auf Kompression zwischen Gehäuse und den Kolben. Wir sehen, hier haben wir Werte von über 20. Eine Mechatronik muss Werte von mindestens 18 haben. Wir prüfen einen anderen Bereich. Hier haben wir zum Beispiel Werte von 10 oder 11. Das heißt, diese Mechatronik hat einen metallischen Verschleiß. Metallischen Verschleiß in dem Gehäuse. Das bedeutet, wir haben hier einen Druckverlust. Und der Druckverlust, den wir hier haben, sorgt dafür, dass das Getriebe mehr verschleißt. Er sorgt dafür, dass diese Kupplungslamellen schneller verschleißen. Er sorgt dafür, dass der Wandler schneller verschleißt, dass der Wandler nicht richtig arbeiten kann und sorgt dafür, dass das Getriebe kaputt geht. Deswegen sollte man dafür sorgen, damit diese Sachen rechtzeitig gemacht werden, damit das Getriebe nicht kaputt geht. Weil ihr seht live, sauberes Öl, 100.000 Kilometer, was wir hier für Dreck haben von beiden Seiten. Hier ist die andere Seite, hier sieht das nicht besser aus, ne? Und hier überall, hier drinnen sind die ganzen Kolben. Hier bewegt sich normalerweise ein Kolben hin und her und arbeitet. Oder hier zum Beispiel. Und ihr seht, wie scharf das begrenzt ist. Das sind die Bereiche, wo die Kolben sind. Das Ganze macht halt die Mechatronik leider kaputt. Und die Hersteller, die werden nicht für alle Ewigkeiten die Mechatroniken verfügbar haben. Wenn wir feststellen, eure Mechatronik hat einen Defekt, dann können wir einige Mechatroniken instand setzen. Das werden wir dann vor Ort sehen, ob das sich lohnt, was das genau kostet, wenn ihr uns die vorbeibringt, so wie man hier sieht. Alles wird dokumentiert, wir schicken von allen Sachen euch immer Bilder, dass ihr wie live dabei seid und dass alles komplett transparent ist. Schreibt gerne eure Erfahrungen damit, weil wir haben sehr viele Kunden, die uns anrufen und die einfach sehr verunsichert sind, dass die Getriebe nach dem Ölwechsel und nach der Spülung halt schlechter schalten als vorher, weil die verstehen auch nicht, dass man mit externem Druck spült, dass der externe Druck dafür sorgt, dass das Ganze sich verlagert. Die verstehen auch nicht, dass bei einer Spülung nicht alle Gänge durchgeschaltet werden, sondern nur erster, zweiter und Rückwärtsgang. Deswegen schickt uns gerne eure Mechatroniken, bringt sie vorbei und meldet euch ansonsten telefonisch oder per E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.